Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Near Super Mario Bros. U Deluxe. Wir wollen uns heute das Level stellen, was wir im letzten Part, dieses Secret Level, halt eben freigeschaltet haben. Knochenbahn im Dunkelwahn. Das könnte tatsächlich ein wirklich stressiges Level sein, weil man durch eine Knochenbahn wirklich sehr, sehr leicht immer sterben kann. Das hoffe ich natürlich nicht und ich werde es sicherlich irgendwie mal in Star Coin Bros. Sehen, einfach nur weil es dunkel ist. Das ist die erste, ja. Habe ich jetzt zu spät. Ja, okay, das war jetzt nicht wirklich, weil ich es nicht gesehen habe. Das war einfach schlechtes Momentum, aber wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, wenn ich was gesehen hätte. Das heißt, ich darf das Level zweimal machen. Bringt das jetzt überhaupt was, richtig die Red Coins zu sammeln? Ja, doch, hier kommt eine langsame Passage. Was macht dieser Schalter? Blöcke. Blöcke, Blöcke, muss ich mich beeilen? Nee. Hä? Ich jetzt sterben? Ich weiß es nicht. Stern! Dann sehen wir jetzt auch mal alles. Nice. Kriegen ja vielleicht somit die zweite Star Coin dafür diesmal. Komm schon. Wo ist die? Da! Ich habe sie ganz leicht noch gesehen, bevor es wieder dunkel wurde. Dann haben wir wieder einen weiteren Stern. Wir haben einen weiteren Stern. Nice. Könnte ich ja für die Star Coin insgesamt auch brauchen, weil da vielleicht Gegner sind. Das war schlecht gesprungen, nochmal. Aber zweimal gesaved. Ich unten bleiben müssen. Ich weiß es nicht. Ich hätte Stern behalten müssen. Kann ich das jetzt vielleicht irgendwie noch schaffen, weil ich drei Trefferpunkte habe? Ich hoff's. Na. Nee, ich hab's ein bisschen verkackt, aber ich glaube, es muss doch möglich sein. Egal, uns fehlt sowieso die erste Star Coin. So, diesmal habe ich die erste auch. Nice one. Oh yes, das war genau das Time, wo ich gemeint habe beim letzten Mal. Ich habe halt wieder verkackt, den Stern zu sammeln. Egal. Als nächstes hole ich mir ganz kurz den Yoshi hier ab und dann betreten wir das letzte Level vor dem zweiten Turm, weil das ist die einzigste Welt, wo zwei Türme hat. Keine Ahnung warum. Betreten wir das Level Ballett der Piranha-Pflanzen und dieses Level hat einen Secret Exit. Und den weiß ich ungefähr, wo er ist. Ich kann, wenn ich den Yoshi habe, kann ich nicht, oh Gott, mich an das Ding hängen. Okay, das war's mit Yoshi. Jetzt weiß ich nicht, ob ich an den Secret Exit noch rankommen kann. Ich schaue einfach mal, wie es läuft, würde ich sagen. Auf jeden Fall an eine höhere Position gehen. Also könnte man es rein auch mit einem Eichelpilz schaffen. Weiß ich jetzt nicht, ob da was ist, aber er kommt auf jeden Fall ohne Eichelpilz gar nicht ran. Ist da? Nee. Was genau ist, wie gesagt, keinen blassen Schimmer. Aber wir haben jetzt schon das Star Coin verpasst. Stark. Stabil an uns auf jeden Fall. Aber da ist die zweite, an die wir noch nicht rankommen. Oder ist hier noch was? Eisblume? What the? Hä? Wie soll man an die Star Coin rankommen? Zack, paar Piranha-Pflanzen. Geht's da dafür rein? Ja. Bringt uns ja auch nicht weiter. Ja, ich bin tot. Wow. Ich habe mir jetzt mal einen Eichelpilz geschnappt, um an die Star Coin jetzt mal ranzukommen. Aber eigentlich, das war die letzte. Wir haben zwei Star Coins verpasst. Gut, viel Glück. Kommen ist die eine Star Coin beim Secret Exit. Aber wenn nicht, dann habe ich ein großes Problem. Aha, was hier? Jetzt hier entlang. Warte mal. Ist das jetzt der Secret Exit? Nee, oder? Okay, dann habe ich es doch falsch in Erinnerung und ich bin mehr als nur verwirrt. Ich meine, wir haben ihn jetzt gefunden. Aber es fehlen zwei Star Coins. Zwei. Wo? Naja, wir holen uns auf jeden Fall jetzt kurz nach. Ah, hier geht's hoch.
Dann war das kein Secret Exit, sondern hier dieses Secret, wo ich in Erinnerung hatte. Weil ich denke, man kann auch rechts irgendwie hochgehen und dann war es direkt am Start. Dann wird hier auf jeden Fall die erste Starcoin sein. Einige Münzen, wo man sehr viele One-Ups auch farmen kann. Und ich glaube, wenn man sogar im 4-Player-Mode spielt, kann man hier sogar alle Münzen holen. Egal. Warte mal, was? Okay, hier gehe ich zurück. Nö, das sehe ich nicht ein. Ich bin noch direkt am Start gerade hochgeflogen. Warum ist das jetzt die zweite Starcoin? Zweite eigentlich. Wenn ich es mir jetzt so überlege. Ja, ich stelle es auf, war schon komisch aus, aber da wäre ich so oder so eine Eichepilz nicht rangekommen. Haben wir auf jeden Fall jetzt beide. Dann holen wir uns noch den normalen Secrets ab. Dann betreten wir noch den Turm. Kammerjagd im Drehwurmturm. Ist es diese Dinger, wo man spinnen kann? Da hatten wir ja schon einen Turm. Ja, okay, aber auch solche Sachen, wo man spinnen kann. Hatten wir auf jeden Fall sowas ähnliches schon im zweiten. Ne, im Turm von der zweiten Welt, genau. So, ist das richtig? Kann es auch sein, dass wir hier nicht gegen Bonbon kämpfen? Die Plattform erinnert mich ja an einen ganz anderen Gegner, wo es, glaube ich, auch eine Bossform gab. Aha, erstes Secret. Müssen wir hier Blöcke machen und dann können wir da durch in die Whirlwind und dann ist da hoffentlich, ja, Starcoin drin. Ah, ein Powerblock. Aber reicht mir, wollte ich gerade sagen. Jetzt geh da hoch. Genau, da ist die Starcoin. Perfekt. Oh, spinnen wir ein bisschen, aber das wird nur zu einem Secret. Danke, dass du den Stachel nicht ausgefahren hast. Danke für den Support. Genau diesen Gegner, weil von dem gab es auch eine riesen Bossform, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hätte man auch von außen gesehen, aber ich habe halt null darauf geachtet. Also könnte es sein, dass es schon längst gesehen hätte man können. Oh, Secret. Danke für nix. Fress ich gerade viel Schaden. Ey, dieser Feuerbars ringt so auf. Besser gesagt, ich lasse mich da jetzt viel zu oft zum Treffen. Ja, das ist ein Starcoin nochmal. Das ist sogar die zweite zum Glück. Oh Gott, das war ganz kurz sehr nah bei diesem Kollegen. Finde ich es nicht so nice. Ich brauche die Red Coins. Ich brauche die Red Coins unbedingt. Habe ich das Richtige? Nein, ich bin gesprungen. Ich du. Ey, das gibt's nicht. Es hat auf jeden Fall besser. Ich bin auch kurz gestoppt. Das war auch eher mehr oder weniger mein Fehler. Aber ich dachte, dass ich bei den Sachen springen muss. Das sieht mir ein bisschen zu arg nach Finale aus gerade. Mir fehlt noch ein Starcoin. Ey, das gibt's doch nicht. Ich schaff's in dieser Zeit wirklich kein einziges Level fürs Fight zu schaffen. Warte, warte, warte. Geht's vielleicht noch hoch? Glaube ich. Das letzte Starcoin. Okay, wenigstens auf Anhieb alle Starcoins gefunden, auch wenn jetzt ein Feld dazwischen war, wo ich gestorben bin. Wenigstens muss ich nicht das Level wieder nach einer Starcoin absuchen. Und genau, hier ist dieser Boss. Hat man halt schon von außen gesehen, habe ich null drauf geachtet. Der wird jetzt einmal riesengroß. Dann können wir ihn einmal bekämpfen. So. Ist auch mehr oder weniger eigentlich der einzigste Turm mit einem Custom-Boss-Kampf. Ansonsten war es ja halt immer Bum-Bum oder die Cooperlinge halt an einem Schloss. Der halt ein ganz eigenes System hat, wo man ihn halt so ein bisschen runterboxen muss. Und dann kann man ihn auf ihn springen. Junge, das ist jetzt nicht so nett. Aber ein Stoß ein bisschen ekelhaft in den Appen ihn berührt. So, aber ihr wolltet halt solche Blitzinger schleudern. Ah... Nein, oha, wie schnell er jetzt aufsteht. Gar nicht mal so einfach, ja. Das war dumm. Jetzt. Oha, Junge, sogar spannender Kampf. Krass. Ach, Mopsy kommt auch noch. Gut, dann kümmern wir uns noch kurz um Mopsy. Überholt. Nice. Wir jetzt die vorletzte LP-Eiche, weil ich glaube, in der letzten Welt gibt es Mopsy nicht.
drücken wir noch den roten Knopf. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Nee, erstmal blauen. Rüber. Roten drücken. Dann können wir hier noch dieses Level machen. Schiebewandhöhlen. Okay, ein Höhlenlevel. Sehr nice. Habe ich mir schon auf jeden Fall gedacht, an der neuen Textur dann etwas anderes Level sein wird. Gehst in der Höhle hinein. Ach, das ist dieses Level. Ich erinnere mich. Ja, es sind diese Schiebewände, die man... Oder hat man die schon? In einem Castle gesehen. Einfach überhaupt nicht aufs Spielgeschehen geachtet. Aber wir waren ja auch klein. Oh Junge, ich merke schon, das Level macht mich hier schon ein paar Probleme. Ja. Oh, ich erinnere mich an die einen oder andere fiese Starcoin sogar. Ist hier eine? Ne. Oh Gott. Einfach diesen. Ah, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Flatters oder so. Nennen sie einfach mal Zubats. Das hier ist das Starcoin. Da müssen wir kurz schauen, wie da jetzt am besten noch hinkommen. So zu vergessen. Ne, überhaupt nicht. Zack, so und jetzt hier wieder schnell durch und dann haben wir das auch. Pilz, danke. Wie geht's hier weiter und hier ist auch ein Checkpoint. Gut, Checkpoint, wir haben eine Star Coin. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Aufpassen, aufpassen, ein paar viele Stachelkäfer. Oh Junge, der Koopa hat doch noch mehr aufgeräumt, als ich dachte. Da oben ist irgendwo, da geht's irgendwie hoch. Ah, es hat halt irgendwie, hat sich so angefühlt, das wäre eine Wand. Ja, hier ist eine Wand, da komm ich, muss früher hoch. Da geht's hier hoch, ja, hier ist auf jeden Fall ein unsichtbarer Bereich. Wo ich auch ein schon Starcoin sein könnte, aber nee, hier geht's nicht hoch. Dann ist es doch so, dass man von hinten hochkommt irgendwie. Ja, das war ein Tod wieder. Ich habe keine Ahnung, ich bin mehr als nur verwirrt. Merkt man auf jeden Fall gerade ein bisschen. Schau ich... Ach, weiter, Mann. Hä? Da waren Blöcke, die ich hätte zerstören können. Ey, weil ich keinen normalen Eichenpilz hatte, habe ich mir jetzt den P-Eichenpilz geholt, weil ich brauche Platz im Inventar auch irgendwo. Ja, aber ich bin sowieso verloren. Wollte eigentlich hochfliegen, da waren wirklich Blöcke, die ich zerstören konnte. Ich glaube, ich war klein, als ich das probiert habe. Habe ich mich jetzt wirklich wieder an der gleichen Stelle treffen lassen? Ey, nee, ich will es nicht nochmal machen. Aber was ist das jetzt eigentlich? So ein Riesen-Aal mit sehr vielen Piranha-Pflanzen auf jeden Fall. Ja, wie soll ich jetzt an die Starcoin kommen? Hä? Gibt's hier irgendwie Yoshi oder? Ach, Koopa-Panzer vielleicht. Koopa-Panzer von ganz am Anfang dieser Riesenstrecke losschicken, dass er dann einsammelt. Das könnte tatsächlich sehr gut sein. Egal, Level zumindest schon mal beendet. Jetzt gibt es die Starcoin und ich habe keinen Plan, wie ich die holen soll. Okay, ich schicke jetzt mal den Koopa-Panzer los. Nee, der stößt hier ab. Hä? Soll ich das machen? Was werfe ich ihn da runter? Junge. Du dummes Zubat, Alter! Oh Junge, bin ich sauer! Bin ich sauer! Guys, ich bin jetzt eine halbe Stunde in dieser Aufnahme und ich habe in dieser Aufnahme drei Level gemacht. Das erste Level der Folge war noch in einer anderen Aufnahme. Ich bin wirklich irgendwie, also hatte ich noch nie so Probleme in diesem Spiel als in diesem Projekt. Oh, ich weiß nicht warum. Das soll es mit der Folge gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.